So, wir skizzieren mal den Carnot-Prozess grob nochmal auf. Ich habe es ja im externen Video ausführlich erläutert, was da passiert. Und ja, ich habe 1, 2, 3, 4 relevante Stellen in diesem Kreisprozess. Einmal habe ich eine Energieaufnahme in Form von Wärme. Einmal habe ich eine Energieabgabe in Form von Wärme. So, der erste Hauptsatz der Thermodynamik spielt hier eine Rolle. Ich habe eine Veränderung der inneren Energie bezogen auf das Arbeitsmedium, jetzt ideales Gas. Das muss man ja bei diesem Carnot-Prozess voraussetzen. Und die innere Energie, die setzt sich zusammen aus, naja, zugeführter Wärme plus zugeführter Arbeit. So, also eine Zunahme der inneren Energie, bezogen jetzt auf das ideale Gas, setzt sich zusammen aus, ja, zugeführter Wärmeenergie und zugeführter Arbeit. Arbeit ist ja auch ein Energiebetrag. Gut, das ist aber bezogen aufs ideale Gas 0. Warum? Na, ideales Gas dürfen wir ja annehmen als Kügelchen und diese Kügelchen stoßen ja hier miteinander zusammen, aber kräftefrei das Ganze. Also es wird hier keine Energie übertragen. Für das ideale Gas gilt ja 3 halbe Boltzmann mal die Temperatur. Also das hier vorne ist ja konstant und die Temperatur, naja, man sieht, ideale Gas hängt von der Temperatur ab. Gut, wenn das aber so ist und ich rufe mir meinen Carnot-Prozess nochmal in Erinnerung, von 1 nach 2 wird isotherm expandiert, also bedeutet das, die Temperatur bleibt hier konstant, naja, dann bleibt die Energie auch konstant, dann ändere ich auch an der inneren Energie nichts. Also hier weg und die 0 dran. Naja, Arbeit auf die andere Seite ist ja eine Gleichung und ich habe minus W, also das ist die Arbeit, die mein Gas hier verrichtet beim Hochdrücken des Kolbens, ist gleich die Wärme. Naja, und was nehme ich auf vom Temperaturreservoir? Gut, dasselbe gilt für 3 nach 4, aber da gebe ich ja Wärme ab. Dann bedeutet es, die Arbeit, die mein Atmosphärendruck bzw. der Kolben am Gas verrichtet, ist minus, naja, die abgegebene Wärmeenergie. Alle beide Gleichungen aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik abgeleitet. Gut, machen wir weiter. Wenn ich jetzt die Arbeit hier ausrechnen könnte, dann hätte ich doch schon mal eine gute Voraussetzung, um dann letztlich den Wirkungsgrad von diesem Prozess zu berechnen. Gut, machen wir das mal. Wir haben Arbeit plump hingeschrieben, naja, das ist Kraft mal Weg. Ja, die Kraft, die stört, mit der kann ich jetzt gar nichts anfangen. Ich betrachte ja ein ideales Gas, aber ich weiß, der Druck ist Kraft pro Fläche. Naja, dann ist das Produkt Druck mal Fläche meine Kraft. Kann ich das an der Stelle schon mal ersetzen? Druck mal Fläche. Naja, das kann ich auch zusammenfassen. Nämlich, wenn ich jetzt den Kolben mir nochmal in Erinnerung rufe. Oh, hoppla. So. Das Gas drückt den ja nach oben. Dann wird doch auch auf ein Stück Delta X, das ist die Fläche von meinen Kolben, wird ein Volumen durchlaufen. A mal dx ist Volumen, also kann ich dieses Volumen dv hier angeben. Weg damit. So, schauen wir mal, kann ich einfach das Produkt hier ausrechnen, damit ich die Arbeit hier ermittle auf der Strecke 1, 2? Nein, weil ich habe eine krummelige Fläche. Also ich muss integrieren. Also integriere ich von v1 nach v2
über P nach dV. Ja? Infinitesimales Volumenstückchen. Gut, der da, den brauche ich ja, aber den bekomme ich geschenkt, weil ich nehme ja an, dass ich ein ideales Gas in den Kolben einsperre. Das ideale Gas unterliegt dieser Gasgleichung, nämlich Gaskonstante multipliziert mit der Substanzmenge in Moll gemessen mal die Temperatur. Welche? Naja, ich nehme hier oben im Punkt 1 von dem wärmeren Reservoir die Temperatur TW auf. Ja, dann ist es ein leichtes, hier nach den Druck umzustellen. Dividiert durch V und ich habe den Druck. So, das kann ich hier oben einsetzen. R mal diese Substanzmenge mal die Temperatur durch V dV. Fertig. Weg damit. So, jetzt. Naja, das hier ist alles konstant. Die Temperatur auch, weil die wird ja auf dem Weg von 1 nach 2 beim Carnot-Prozess konstant gehalten. Dann kann ich das vors Integral ziehen. Und ich habe zu integrieren 1 durch V dV. Okay. Den kenne ich. Das ist der natürliche Logarithmus. Also R mal diese Substanzmenge mal TW. Stammfunktion natürlicher Logarithmus von V in den Grenzen V2, V1. So, das Ganze ausgerechnet. Logarithmusgesetz anwenden. Also wenn ich eine Differenz vom Logarithmus habe, kann ich den Quotienten schreiben. Dann habe ich R mal diese Substanzmenge mal die Temperatur mal ln von V2 durch V1. So, jetzt ersparen wir uns einen Haufen Arbeit, denn von 3 nach 4, was wird denn da passieren? Nicht viel, weil ich habe ja nur das andere Temperaturreservoir hier zu berücksichtigen, D-Index K. Ja? Also die Temperatur, der Parameter wird ausgetauscht und da muss ich aufpassen, ich integriere von rechts nach links. Also brauche ich noch ein Vorzeichen, das ich beachten muss, weil sich ja das Vorzeichen umdreht. Und dann habe ich hier R mal Substanzmenge mal dk mal ln. Und jetzt steht das kleinere Volumen oben. Naja, V3 durch V4. Das war's. So, jetzt rufen wir uns in Erinnerung einen Wirkungsgrad, ein Maß dafür, wie gut eine Maschine ist, also wie viel mir eine Maschine bringt. Das ist das Verhältnis von abgegebener Energie dieser Maschine zu aufgenommener Energie dieser Maschine. Wir haben im externen Video zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik festgestellt, dass so eine Wärmekraftmaschine Arbeit verrichtet. Und die setzt sich zusammen aus der aufgenommenen Wärmeenergie abzüglich der abgegebenen Wärmeenergie. Das ist meine Arbeit. Und aufgenommen, naja, habe ich die Wärmeenergie. Jetzt kann ich das Ganze vereinfachen. Q auf durch Q auf ist 1 minus, naja, Q ab durch Q auf. Das ist der Wirkungsgrad von einer Wärmekraftmaschine. Aber wir interessieren uns ja für diesen nicht erreichbaren Carnot-Wirkungsgrad. Also diese zwei Parameter, aber die habe ich doch. Über den ersten Hauptsatz der Thermodynamik habe ich die zwei Gleichungen. Ja, und das ist jeweils die ausgerechnete Arbeit. Die steht da unten. Also 3 und 4. Somit kann ich doch einsetzen. Das war ja die Arbeit, schreiben wir es hier hin, Arbeit von 1 nach 2. Und das war die Arbeit von 3 nach 4. Wenn wir von rechts nach links integrieren. Ganz ungewohnt. Also habe ich, das ist der Bereich, wo ich abgebe, und das ist ja der Bereich, wo ich aufnehme. Schreiben wir es hier vielleicht nochmal hin. Der Wirkungsgrad, dass wir auf der Seite bleiben, 1 minus Q ab minus Q auf, durch Q auf, Entschuldigung. So, das ersetzen wir jetzt durch unsere ausgerechneten Integrale. R mal das hier, dk mal ln von V3 durch V4.
Und unten schreiben wir den anderen Ausdruck hin. R mal N tilde T W mal Ln von V2 durch V1. So, an der Stelle breche ich mal ab, weil jetzt müsste ich noch zeigen, dass das hinten die beiden Verhältnisse die gleichen sind. Aber es handelt sich um eine adiabatische Kompression und eine adiabatische Expansion, also sind die gleich. Ich kann hier das erledigen. Fällt das schon mal hier hinten weg. Und das kann ich ja auch kürzen. Nun steht mein Carnot-Wirkungsgrad da. So. Na, man sieht, 1 minus die Temperaturen, die von meinen, die bei meinen Carnot-Prozess relevant sind. Gut.